Okay, hello everybody, welcome to, hallo ihr alle, willkommen zur Vorlesung Bohr Design Pattern. Wir sind im Sommersemester 2020 und das ist die dritte Vorlesung, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, so grob. Ne? Und wir haben heute eine Reihe von Dingen, die ich gerne mit euch wiederholen möchte. So, da sind die Folien. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ha, ha, ha. Was mir aufgefallen ist bei der Korrektur der Hausaufgaben. Ich falle immer wieder in diese Falle rein, dass ich diese Vorlesung jetzt schon so oft gehalten habe, dass ich vergesse, welche Schwierigkeiten man damit haben kann, wenn man so im dritten, fünften Semester ist oder vierten Semester ist und was da alles noch für seltsame Fußangeln sind, über die man nachdenken muss und die man eben so ohne weiteres nicht auf dem Schirm hat und was dann alles so schief gehen kann. Das war im Prinzip die Folie, die wir besprochen haben. Was wir vielleicht nochmal erklären sollten an dieser Stelle ist, ich habe meine ganzen Folien nach Google Presentation gezogen und werde die jetzt damit vorführen. Das hat so ein paar Vor- und Nachteile. Einer der Vorteile ist, ich kann euch den Link zu meinen Folien geben. Dann gehört dieses Gemecker auf, dass man die Hausaufgaben nicht als Folie hat. Ein Stück weit ist es aber auch deswegen, weil wir haben das in der Microservice-Vorlesung schon gefunden. Wenn ihr prinzipiell hier auf meine Homepage geht, da auf Design Patterns, dann gibt es hier Design Pattern Slides als Google Presentation. Da gibt es einen Link. Wenn ihr da draufklickt, gehen eure Presentations auf. Bei mir auch. Ja, aber ich hatte die jetzt hier schon. Ich mache die jetzt nochmal zu. Dann könnt ihr prinzipiell da auch nochmal die Folien verfolgen. Das Coole dabei ist, ich kann euch relativ simpel einen Link geben, hier was reintippen und zum Beispiel einen Link und ihr könnt den dann direkt anklicken. Das ist sonst immer so ein Riesenpunk, um euch das zu übermitteln. Ich hoffe mal, keiner von euch kann da drinnen editieren, während ich die Vorlesung halte, außer Adrian und Max, machen das und die haben sich das im Prinzip auch gewünscht, dass wir das so machen, weil wir dann den Hausaufgabentext eben hier drinne haben und die beiden können dann nochmal Dinge da interaktiv mit uns besprechen und einbauen und aktualisieren, von denen wir befürchten, dass sie beim Korrigieren dann wieder falsch verstanden worden sind und wo der alte Mann, der die Vorlesung hält, das nicht richtig mitkriegt, dass es da eventuell ein Problem hat. Deswegen haben wir das jetzt im Wesentlichen gemacht. Das heißt, eigentlich ist das dafür da, damit Adrian, Max und ich gemeinsam an der Hausaufgabe editieren können oder damit die meine schlechte Aufgabenstellung konkretisieren können. Deswegen haben wir das als Google Presentation gemacht und haben gesagt, okay, dann geben wir das jetzt auch nach außen und dann können alle Leute drauf zugreifen. So, dann hatten wir über hier kann ich jetzt auch live ändern, das ist cool und ihr kriegt dann sofort die verbesserten Folien, wenn ich jetzt einen Tippfehler habe oder so, finde ich total gut. Wir hatten prinzipiell über das Composite Pattern letztes Mal gesprochen, da gab es auch schon die Hausaufgabe zu, beim Korrigieren mit mir ein paar Sachen aufgefallen. Also das ist im Prinzip das, was man nicht machen sollte und viele von euch haben dieses Composite auf Wikipedia sich angeguckt. Das habe ich jetzt auch mal mir geholt und da kann man jetzt schön gucken und dann gibt es hier im Prinzip, das ist ein bisschen viel gewesen, ne? So, dieses Bild, was bei Wikipedia ist. Erstmal, wenn ihr bei Wikipedia nach Design Pattern guckt, nehmt die englischen Seiten, nicht die deutschen. Na, also, to the help of Alter, please refer to the English pages, not to the German pages. The English are just more accurate, more detailed. It's the original source. The German translation has lost already some important points. Okay. Geht bitte auf die englische Seite, guckt euch das da an. So, die englische Seite macht hier lustige Vorschläge, die auch ein paar Leute so ähnlich in der Vorlesung, in ihrer Lösung umgesetzt haben.
Wie sage ich das jetzt? Also ich habe das anders erklärt, weil ich finde, wie die das hier machen, ist blöd. Und wer das einfach so macht, wie es bei Wikipedia steht, hat dann eben nicht so eine tolle Lösung. Ich glaube, wir haben irgendwie, ein paar Leuten haben wir Punkte dafür abgezogen, weil es einfach doof ist. Na, und geht nicht einfach nach Wikipedia, guckt euch da das Pattern an und implementiert das. Hört mir, gefällt es meine Vorlesung an und guckt da rein in das Video. Und so, ich erkläre dann, warum das in Wikipedia doof ist und warum ich glaube, das geht viel besser. Eine Frage dazu. Ja. Was wäre da denn ein Unterschied gewesen? Also was Ja, ist auf genau. Wikipedia da anders? Darüber diskutieren wir jetzt. Also Okay. eine Sache, deswegen wiederhole ich jetzt auch einfach den Teil nochmal. Die schlagen hier vor, dass man so eine Klasse Component hat, die so ein bisschen neutral ist und die hat zwei Unterklassen, Leaf und Composite Component. Und dieses Composite hat dann eben viele Kinder. Diese Aufstellung kann man erstmal so machen, da spricht nicht wirklich viel dagegen. Ich finde sie nicht so schön, ich erkläre gleich warum. Aber es ist so erstmal, ja, ne, kann man machen, bitte nicht in meinem Kurs. Der Punkt ist, was man erreicht, ist, man kriegt etwas mehr Typsicherheit und man spart auch ein bisschen Hauptspeicher. Der Punkt ist, man kann jetzt sagen, okay, das ist ein Blatt, also was heißt Unterabteilung gibt es bei mir nicht mehr oder Untergruppe. Das ist die unterste Organisationseinheit, die ich habe. Und weil ich ja weiß, dass eine Gruppe keine Kinder mehr hat, keine Children mehr hat, brauche ich da jetzt auch das Attribut nicht dafür in der Klasse Gruppe. Das heißt, ich hätte erstmal diese Klassen abstrakt und dann hätte ich von Leaf noch Subklassen, hier käme Gruppe hin. Und bei Composite, da käme Firma, Abteilung und was wir da noch so hatten, Region hin. Ne, die würden von Composite erben, weil das innere Baumknoten sind, die noch Kinder haben können. Und wenn ich jetzt unbedingt sagen möchte, ja, das sind meine Blattknoten, die haben keine Kinder mehr, dann ist dieses Design richtig. So, das Design braucht jetzt eben hier an der Stelle, wo ich eine Klasse Unit hatte, drei Klassen. Was ich gewinne ist, ich habe Blätter. Was ziemlich wahrscheinlich ein Fehler ist. Na, also dann habe ich, sage ich, unter der Gruppe gibt es keine Organisationseinheiten mehr. Und dann kommt garantiert in 4 Wochen so ein blöder Manager auf die Idee, wir brauchen da jetzt noch ein Teams oder Projekte oder irgendwas unterhalb von Gruppen. Na, und dann besteht eine Gruppe plötzlich doch aus irgendwelcher Sache. Die ganze Idee hinter dem Composite Design Pattern ist, ich möchte Umstrukturierungen in der Organisationshierarchie möglich machen, ohne dass ich jedes Mal irgendwie groß Code ändern muss. Und wenn jetzt plötzlich aus so einer Gruppe, die bis dahin Blattknoten waren, innerer Knoten wäre, muss ich dann diese Klasse anpacken, muss die von was anders erben lassen, muss da andere Implementierungsgeschichten machen. Ganz blöde Idee. Ne? Tut das nicht. Und ich weiß gar nicht, ob es hier auch schon diese Form gibt, die kürzer ist. Nein. Nein. Bleiben alle immer gleich. Na, okay. So, das nächste, was sie vorschlagen, ist, also, die schlagen es so vor, kann man machen, ist nicht wirklich falsch. Ich habe das Gefühl, das greift zu kurz. Und die Lösung, wenn man diese drei Klassen zu einer Klasse Unit zusammenfasst, ist einfach kürzer. Und kürzer ist cool. Und deswegen finde ich meine Lösung besser und deswegen möchte ich, dass ihr meine Lösung implementiert in meinen Hausaufgaben, damit kriegt ihr von mir meine Punkte für meine Lösung und nicht für diesen komischen Scheiß, der hier steht. Na? Und ihr könnt euch dann anschließend eine eigene Designmeinung bilden, das in euren Projekten dann von mir aus eventuell anders machen. Ich bin sogar bereit, darüber zu diskutieren, ob das Sinn macht oder nicht, weil ich ja auch irgendwie, vielleicht ist meine Meinung ja falsch. Ne? Trotzdem an der Stelle, ich finde die Lösung total doof. So. Ich bin da eigentlich gar nicht so dogmatisch. Aber was mich viel mehr wurmt, ist, dass ihr heimlich, also ich habe gesagt, ja, guckt, wenn ihr ein Buch wollt, guckt bei Wikipedia nach. Hätte nie damit gerechnet, dass das einer tut. Ne? Also, und deswegen habe ich mich auch nie wirklich damit auseinandergesetzt, was da bei Wikipedia steht.
Und eigentlich ärgere ich mich über selber. Ich werde ab jetzt bei jedem Designpattern, das ich vorstelle, immer erst einmal bei Wikipedia gucken, was die da schreiben und dann mich dazu jeweils Stellung beziehen, warum ich das doof finde und warum ich glaube, dass es anders besser ist. Aber wir können das dann im Einzelnen, im Folgenden sehen. So, ich habe dann eben vorgeschlagen, nee, bei mir gibt es eine Klasse Unit und die hat Subunit und fertig. Ne, das fasst eben diese drei Klassen zusammen. Und der Unterschied jetzt ist, bei mir kann jeder Knoten später nochmal Kinder bekommen. Ne, und der hat diese Eigenschaft jetzt automatisch und fertig. Und das macht stumpf das anstatt drei Klassen nur eine. Besser, fertig. Ende der Diskussion. Ne, mehr muss man nicht tun. Und man spart eben auch Implementierungen. Man hat nicht zwei unterschiedliche Implementierungen für Blattklassen und für innere Knotenklassen. Und das macht einfach keinen Sinn. Ne, dann braucht man das nur eins. Es reduziert das ganze Ding. Das nimmt Designkomplexität weg. Und ja, man verschwendet ein bisschen Hauptspeicher. Ne, aber wer weiß, wofür man es nochmal brauchen kann. Wenn man es vorgesehen hat, ich glaube, dass es das Designziel, das erreicht werden soll, war die ganze Zeit. Ich möchte möglichst ja, erwartungsarm arbeiten können. Und deswegen finde ich das gut. So, dann habe ich hier noch eine schöne Folie. Eine andere Sache, die mir bei diesen Design-Pattern hier ums Verrecken nicht gefällt ist, die haben aus dieser Klasse Component hier oben ein Interface gemacht. Da kriege ich Pickel. Und ich erkläre jetzt nach und nach, warum. Und ich erkläre erstmal, warum es dieses Konstrukt des Interfaces überhaupt gibt und warum ich der Meinung bin, man sollte das nach Möglichkeit vermeiden. Also ich hätte, wenn ich dieses Design genommen hätte, hier eine konkrete Klasse gemacht. Der Unterschied ist nicht so wahnsinnig groß. Und es gibt eben im Klassendiagrammbereich eben, ja, oh, Fanatiker, die finden, oh, das darf aber nur ein Interface sein. Ne? Und da gibt es unglaublich lange Design-Diskussionen. Wir werden uns, bei der Factory wird uns das nochmal begegnen, dieses Problem. Und ich habe nachhaltige Allergien gegen Interfaces. Und ich erkläre jetzt, versuche ein bisschen zu erklären, warum. Okay, hier ist es so, dass es tatsächlich keinen großen Unterschied macht. Ne, ob das jetzt ein Interface ist oder eine extra, eine richtige Klasse, dann schreibe ich hier Implements oder Extends, who cares. Ne, tatsächlich ist es so. Das Problem mit Interfaces ist, die können keine eigenen Attribute haben. Ne, und das führt immer dazu, dass wenn ich im Interface irgendwas beschreibe, dass ich dann in jeder Subklasse das nochmal neu implementieren muss. Das ist irgendwie blöd. Warum brauche ich eigentlich dieses Add, Remove und Get Child in der Leaf-Klasse nicht implementieren? Warum ist das hier nicht aufgeführt? Wenn ich die Methoden hier oben habe, dann... Ah, okay. Ja, ne, aber wenn das eine Java-Interface ist, dann müsste ich das hier implementieren, weil ich davon erbe und dann, wenn ich selber eine konkrete Klasse sein möchte, muss ich alle geerbten Methoden implementieren. Okay, ja. Was für ein Scheiß, ne? Also ja. Okay, also was mich hier dran stört, ist, diese Assoziation ist nicht bidirektional. Ne, ich komme nicht von dem Kit zum Parent. Das will man, das ist einfach praktisch. Sehen wir auch gleich, wo ich das benutzt habe. Das möchte man schon mal. Und wenn ich das jetzt haben möchte, dass ich die Rückrichtung habe, habe ich hier ein Attribut mit Getter und Setter. Das kann ich, wenn ich will, auch nur die Getter und Setter-Methoden abstrakt deklarieren, aber das Attribut selber eben nicht. Und das mache ich dann eben in Leaf und oder Composite. Warum der ganze Mist? Warum macht das, warum so kompliziert? Geht doch auch einfach nur eine Klasse, hast du den Ärger nicht. Ne, fangen wir mal so rum an. Der Grund, warum es diesen Diskussionen überhaupt gibt, liegt an Multiple Inheritance. Und da ist mir jetzt aufgefallen bei Vorbereitung dieser Vorlesung, dass ich das nicht erklärt habe, was das bedeutet. Und da müssen wir jetzt mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Und dafür mache ich wieder in Präsentieren und dann irgendwie so Windows-Taste W. Und dann will ich ein
Vollbild, Ausschnitt, ja, warum denn nicht? So, und jetzt bekomme ich hier ein neues Fenster, in dem ich rummalen kann. Und ich hätte gerne so einen Stift. Und jetzt geht es um sehr technische Details über Vererbung, und zwar Typtheorie tatsächlich auch und Compilerbaukonstruktion. Prinzipiell gibt es in der Softwaretechnik ewig lange schon den Wunsch, dass es Mehrfachvererbung geben soll, bitteschön. Und da können wir uns irgendwie vorstellen, es gibt irgendwie sowas wie ein Vehikel. Und davon, dann gibt es irgendwie sowas wie ein Boot. Und dann gibt es sowas wie eine Car. Und die erben beide von Vehikel. Und was weiß ich, die hat ein Attribut Speed. Das passt ja irgendwie für beide oder sowas, ne? Und dann von mir aus noch ein irgendwie der hier hat Bruttoregistertonnen. Und das K-Ding hier hat Horsepowers. Horsepowers, ne? Also irgendwie Motorkraft oder irgend so ein Kram. Und das Boot hat jetzt irgendwas anderes. Verdrängung ist gerade gar nicht so wichtig. So, jetzt ist der nächste Punkt, was wir haben. Wir wollen ja super, mit dieser Leiste dran drauf fotografiert. Jetzt wollen wir ein Amphibienfahrzeug machen. Also so ein Ding, das sowohl fahren als auch schwimmen kann. Na, ich glaube, der neue Tesla-Truck kann das. Der Cybertruck. Oder soll das eventuell können. Ja, also, und der erbt eben alle Eigenschaften von Boot und alle Eigenschaften von Car. Hurra. Ja, und von mir aus noch ein paar eigene, aber was soll's. Ja. So. Wenn wir davon jetzt Instanzen machen, dann haben wir ein mittelgroßes Problem. Ich mache jetzt mal ein Boot. B1. Und ich lege das im Hauptspeicher tatsächlich an. Dann muss man wissen, dieses Boot, wie greife ich nachher auf die Attribute von diesem Boot zu. Und die Compilerbauer haben beschlossen, dass solche Objekte als zusammenhängender Speicherbereich alloziiert werden. Da gibt es eine erste Speicherzelle, da ist die Objektadresse drin, der Objekttyp drin abgespeichert, ein Pointer auf die Methoden und all so ein Scheiß. Dann gibt es eine zweite Speicherzelle, das ist die nullte. Dann gibt es eine Speicherzelle für das erste Attribut, das ist jetzt bei uns das Speed-Attribut. Das heißt, hier würden wir, ich schreibe es jetzt mal hier hinter. Und da gibt es die nächste Speicherzelle, das ist ja ein Boot, da würden wir die Bruttoregistertonnen reinschreiben. The net weight of the ship, or water subsing. So, BRT. Wenn ich hinterher in meinem Quelltext auf so ein Ding zugreife und ich habe irgendeine Variable V, wo so ein Ding drin ist, und mache dann irgendwie so Punkt Speed, dann macht der Compiler daraus so ein Load irgendwie V plus 0. Das V ist im Prinzip diese Variable. Das ist ein Pointer auf diese Speicheradresse hier. Ne? Und das ist eben der Anfang. Und zwar macht der jetzt hier ein V plus, nicht 0, sondern V plus 1. So, das heißt, du rechnest immer Anfangsadresse von dem Objekt plus Offset, wo erreiche ich das Attribut von diesem Objekt. Na?
wunderschön, wundereinfach, funktioniert total gut. Gibt extra Hardware, die kann diese Adressarithmetik in einem CPU-Zyklus machen. Geile Nummer. Ne? Und dann kann ich da im Prinzip lesend drauf zugreifen oder auch schreibend. Und habe das eben ausgerechnet. Das ist immer Adresse von dem Objekt plus Offset des Attributs, merken wir uns. So, jetzt habe ich hier ein K. Ne, da mache ich wieder, das nullte Attribut ist irgendwie Zentralscheiß, ein Attribut, zeige eigentlich auf die Klasse. Da ist die Typinformation von dem Objekt, die Lauf der Typinformation hinterlegt. Dann kommt hier der Speed. Und dann kommt Health Points, Horsepowers. Ne, habe ich jetzt da reingeschrieben, egal. Ne, und wieder, wenn ich jetzt irgendeine Variable V habe, und ich greife auf Horsepowers zu, dann ist das Load V plus 1. Alles schön. Ne? Entschuldigung, Horsepowers ist plus 2. Ne? Das ist 0, 1, 2, 2. Wunderschön. Wenn ich auf Speed zugreife, ist es Horsepower, ist es der Pointer plus 1. Ne, und wenn ich den Typ wissen möchte, ist es Pointer plus 0. Ne, also hier ist im Prinzip der Typ abgelegt in dem Feld. Okay, bei Einfachvererbung funktioniert das total einfach. Es gibt die Konvention im Compilerbau, dass ich an der Adresse 0 die Typinformationen ablege und danach kommen die Attribute der ersten Oberklasse oder der obersten Klasse, in unserem Fall Vehicle, und dann kommen die Attribute der Unterklasse. Und jetzt möchte ich ein Amphibienobjekt anlegen, also so ein Cybertruck. Amphi 1. Naja, die erste Speicherzelle, da kommt wieder der Typ rein. Klar. Die zweite Speicherzelle, Speed. Auch irgendwie klar. Ne? Die dritte Speicherzelle, Fragezeichen. Jetzt wird es schwierig. Mache ich da jetzt Bruttoregistertonnen hin oder Horsepowers? Wer ist für Bruttoregistertonnen? Wer ist für Horsepowers? Ne? Ja, ich glaube, man sieht jetzt schon das Problem. Komm, lass uns hier mal die Bruttoregistertonnen hin tun. Und hier. Und das ist jetzt eben 0, 1, 2, 3 und die Horsepower ist dahinter. Wenn ich jetzt irgendwo eine Variable habe, V, und greife auf die Horsepowers zu, dann wird daraus ein Load, Offset der Variable, die Adresse, wo das Objekt anfängt, plus, ja, wenn das in der Variable V ein Boot ist, dann ist es definitiv, ein Car ist, dann brauche ich hier eine 2. Na, dann will ich ja da zugreifen. Wenn in der Variable V ein Amphi-Objekt drin ist, dann brauche ich eine 3. Und wenn ihr ein Compilerbauer seid, findet ihr das eine total beschissene Idee, dass der Zugriff auf das Attribut davon abhängt, also das Offset, wie ich darauf zugreife, davon abhängt, was das Objekt für einen Laufzeittyp hat. Ja, dann müsst ihr tatsächlich bei der Code-Generierung immer erst testen, if das ist nur so ein Boot, dann ist es da. Nee, dann gibt es das gar nicht. Es ist, if das ist ein K, dann geht es so. Und wenn else, dann geht es so. Und da haben die Compilerbauer kurz nachgedacht und haben gesagt, wisst ihr was, ihr Softwaretechniker, das machen wir nicht. Ende der Diskussion. Die Softwaretechniker
Wollten das eigentlich. Die wollten gerne mit Amphibien mit Mehrfachvererbung modellieren, weil man dann so schön so Klassifikationshierarchien und so verschiedene Eigenschaften auf verschiedenen Wegen erben kann und so Kombi-Objekte machen kann. Haben die Compilerbauer gesagt, das haut unser Speicherlayout durcheinander. Dann müssen wir anhand des Laufzeittyps entscheiden, wie wir auf Attribute zugreifen. Da haben wir keinen Bock drauf. Das machen wir nicht. Ende der Diskussion. Und federführend war an dieser Stelle der Typ der Pascal, der Niklas Wirth. Ne, als diese Diskussion eingeführt wurde, Einfachvererbung oder Mehrfachvererbung, hat Niklas Wirth gesagt, das machen wir nicht. Das braucht kein Mensch. Ihr könnt nicht richtig modellieren. Also immer wenn ein Compiler dir sagt, dieses Sprachfeature willst du nicht, dann will er dir eigentlich sagen, ich kann das nicht implementieren oder mir ist das zu schwer. Ne, und an der Stelle haben sich die Compilerbauer schlicht geweigert, haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Gibt's nicht. Ende der Diskussion. Und das war dann halt so. So, dann gab es ein paar Versuche der Softwaretechniker, sich da mal zu emanzipieren. In Eifel hat dann eben der Bertrand Meyer versucht, eine Sprache zu machen, die Mehrfachvererbung kann und wo man das alles irgendwie auflöst und wo das dann doch irgendwie geht. Und es war halt ein riesengroßer Punk, hat sich aber irgendwie nachher nicht richtig durchgesetzt. Es gibt inzwischen auch in C++ tatsächlich so richtige Mehrfachvererbung. Da ist das ein bisschen komplizierter, wie der Speicherlayout ist. In C++, was du dann machen kannst, ist, du sagst, ich habe ein Amphibienfahrzeug, schneide ich einfach in drei Objekte. Ich habe ein Amphi-Objekt, das hat diesen Laufzeittyp, hat dann die speziellen Attribute, die nur das Amphi hat. A1 nenne ich das jetzt mal. Das war hier wieder der Typ. Das wäre jetzt hier A1. Tatsächlich funktioniert das so nicht. Das hat einen Pointer auf den Vehikel, auf den Bootanteil. Dann kommt ein Pointer auf den Carpart. Und fertig. Das heißt, ich habe ein zweites Objekt in meinem Hauptspeicher für die K. Da gibt es wieder Typ. Und da gibt es dann die Horsepowers. Und da gibt es auf den Vehicle-Teil noch einen Pointer. So, der hier zeigt hierhin. Der hier zeigt hierhin. Da ist unser Vehicle. Und da gibt es dann unseren Speed. Und dann gibt es noch ein viertes Objekt. Da zeigt der K und Boot durcheinander. Also das hier ist im Prinzip eine Boat. Hier kommt das K hin. So hat hier wieder Typangaben. Hat hier die Horsepowers. Der hat hier die Bruttoregistertonnen. Und der hat auch irgendwie hier so einen Vehikelanteil. Und der zeigt nach da. So, das heißt, eigentlich wird die Struktur, die die Klassen haben, auf Objektstruktur zur Laufzeit nachgebildet. Und dann ist es eben so, dass wenn ich einen Zeiger auf ein Amphibienfahrzeug habe und möchte auf die Horsepowers zugreifen, dann hole ich mir erst den K-Anteil, laufe also diesen einen Pointer lang und da ist es dann klar, wo das Horsepower-Attribut drin ist. Und fertig. Das funktioniert jetzt immer noch so, dass ich den Code irgendwie jeweils anders mache, den Zugriff auf das Attribut, aber das Speicherlayout ist dann im Prinzip klar, wie es eben sein muss. Und ich muss an dem Speicherlayout nicht rumändern, wenn ich Objekte irgendwie zuweise. Und da gibt es so diverse Tricks, die man dann noch so machen muss. So, am Ende eines langen Tages. Wenn man Mehrfachvererbung in wirklicher Form haben möchte, dann funktioniert das Speicherlayout nicht mehr so einfach. Und dann müssen die Compilerbauer kompliziertere Dinge tun, da haben die keinen Bock drauf. Und dann haben die einfach, hat Niklas Wirth gesagt, das machen wir nicht. Braucht kein Mensch, ihr könnt das anders modellieren, ihr wollt das gar nicht haben. Und dann ging das lange hin und her. Und weil die Softwaretechniker eben zu blöd waren, selber Compiler zu bauen, haben sie dann im Wesentlichen aufgeben müssen. Und haben dann gesagt, ja, na gut, dann leben wir halt mit Einfachvererbung. Und irgendwann ein bisschen später
kam dann einer und sagte, aber wir könnten doch Interfaces haben. Und der zentrale Unterschied zwischen einer richtigen Klasse und einem Interface in Java ist der, dass das Interface keine eigenen Attribute deklarieren darf. Und dann ist mehr, wenn du keine Attribute hast und du machst Mehrfachvererbung, hast also implementierst mehr als ein Interface, entsteht dadurch dieses Problem des Speicherlayouts nicht. Du brauchst ja keinen Attributplatz irgendwo vorsehen, wenn du ein Interface implementierst. Du erbst ja kein Attribut. Das heißt, dieses Problem mit der mit dem Speicherlayout, dass ich nicht weiß, wohin ich jetzt die geerbten Attribute hin tun soll, habe ich dadurch wegdefiniert. Und deswegen sagten, dann haben die Softwaretechniker vorgeschlagen, na, können wir nicht wenigstens Interfaces haben? Dann haben die Compilerbauer gesagt, na, wenn ihr unbedingt wollt, dann machen wir die halt. Ne? Also, wir glauben nicht, dass ihr die braucht, aber dann, bitteschön, ihr habt ja jetzt Interfaces. So, das heißt, der eigentliche Grund, warum es Interfaces gibt, ist, weil das eine Möglichkeit, so ein Trostpflästerchen, so ein Zückerchen für die Softwaretechniker, damit die Mehrfachvererbung so ein bisschen simulieren können. Umkehrschluss bedeutet das jetzt, wenn ich jetzt wieder zu meinen Folien gehe, ihr sollt gefälligst Interfaces nur verwenden, wenn ihr Mehrfachvererbung haben wollt. Sonst machen die keinen Sinn. Ne? Und wenn ihr nur Einfachvererbung habt, wie in, Moment, Ctrl-Tab, hier, ne, da ist es, gibt keine also keines von diesen Unterklassen erbt außerdem noch von irgendwas anderem. Also Composite hat nur eine Vaterklasse, Leaf hat nur eine Vaterklasse, dann gibt es gar keinen Grund, warum diese Vaterklasse ein Interface sein sollte. Das kann auch eine richtige Klasse sein. Fertig. Na? Und wenn es eine richtige Klasse ist, kann die auch einen Parent-Pointer haben. Hoah, super. Und da kann ich schon die Methodenimplementierung hinmachen. Okay, das kann ich jetzt in der Interface-Klasse inzwischen auch in Java seit, was weiß ich, 12 oder keine Ahnung, seit 1.8 schon. Seit Java 8 kann ich das. Naja. Okay, so, der nächste Grund, warum manche Menschen Interface-Klassen gut finden, ist, die haben Programmieren mit C gelernt. Wer kennt C? C++? Wer hat schon mal eine Header-Datei gesehen? In C gibt es Header-Dateien und Implementierungsdateien, die einen enden auf .h, die anderen auf .c oder .cc oder .cpp oder whoever, who cares. Aus technischen Gründen, und Schuld ist wieder Niklas Wirth, braucht man für bestimmte Dinge, naja, eigentlich wollte man getrennte Kompilierbarkeit haben. Und in jener Zeit, als das C, C++ entwickelt worden ist, gab es noch die Idee, man möchte einen Single-Path-Compiler haben. Man möchte den Quelltext in einem Rutsch lesen, ein einziges Mal, und dann sofort den Output generieren. Also die .class-Datei in unserem Fall. Man will die nicht zweimal lesen. Der Grund, warum man das nicht zweimal lesen möchte, ist, so ein Lochstapel, so ein Stapel mit Lochkarten, wo damals die Programme drauf geschrieben worden sind. Wenn du die durch so einen Reader wirfst, sind die in dem Ausgabefach, fallen die durcheinander. Und da muss ein Operator kommen, ein Mensch, die aus dem Fach wieder rausnehmen und wieder oben in den Reader reinlesen, damit ich die nochmal lesen kann. Das heißt, da musste ich während des Compile-Vorgangs hätte beim zweimal Lesen von irgendeinem Quelltext ein Operator, ein Mensch hingehen müssen, diese Dinger da, oder ein Roboter, diese Karten da oben wieder reinfüttern müssen. Ein bisschen später wurden diese Lochstartenkabel durch Magnetbänder ersetzt. Naja, da konnte man sagen, okay, ich lese dieses Magnetband, spule einmal durch, habe den ganzen Text gelesen, dann spule ich zurück und dann mache ich das nochmal. Lese ich es ein zweites Mal. Dieses Rückspulen hat ewig lange gedauert, denn ganz oft ist dann das Magnetband, das musste man erst so umlegen
auf die Rolle, wo es draufgewickelt wird, dann musste es so angeklemmt werden, dann musste man so dreimal drehen, dann konnte man losfahren. Wenn man das zurückgespult hat, hat sich das oft von der Leerrolle dann abgewickelt wieder. Da musste wieder ein Mensch hingehen, das da wieder draufwickeln. Das ist nicht so leicht, ein Tonband zurückzuspielen. Stellt euch das nicht so einfach vor. Ne? Und das waren rein technische Gründe. Und deswegen war es damals besser, du konntest das in eins durchlesen. So, wenn du jetzt in einer Datei zwei Methoden hast, M1 und M2, die sich gegenseitig rekursiv aufrufen. Ne? Dann ist, wenn M1 die obere und dann drunter kommt der Quelltext von M2, dann steht in M1 ein Aufruf von M2, aber der Compiler hat die Methode M2 noch gar nicht gesehen. Der weiß gar nicht, wo ist das Ding denn eigentlich deklariert. Und was hat das für Parameter und wie muss man das aufrufen? Was hat das für einen Typ? Was ist das für ein Rückgabetyp? Ist das hier kompatibel? Darf ich das so aufrufen? Das ging nicht. Und deswegen muss man in so Sprachen, die versuchen in einem Durchlauf alles zu kompilieren, hingehen und die Deklaration von der Implementierung trennen. Rein compilertechnischer Grund. Man musste so eine Forward Declaration machen. Und deswegen gibt es Header-Dateien und Implementierungsdateien. In den Header-Dateien steht nur die Deklaration. Gleich kommt eine Methode M1, die hat zwei Parameter. Gleich kommt eine Methode M2, die hat nur einen Parameter. Dann war das schon mal bekannt. Dann konnte man, und die hat folgende Rückgabetypen. Und dann konnte man dann anschließend sagen, ah ja, hier ist die Implementierung dieser Methode. Ah, guck mal, da wird M2 gerufen. Hier habe ich ja schon gesehen. Kann ich Typ prüfen. Na, und alles in einem Durchlauf. So. Das heißt, ich brauchte so Forward Declaration und eine Trennung von Deklaration und Implementierung. Naja, und die C-Leute und Compilerbauer fanden das vollkommen natürlich und haben gedacht, ja, das machen wir jetzt immer so. Na? Die Java-Leute haben gesagt, boah, muss ich alles zweimal hinschreiben, wie ätzend. Komm, ich schreibe das nur einmal hin. Reicht mir völlig aus. Und dann lese ich diese Datei halt zweimal. Ne, also da kann ich in Java habe ich nur eine Class, da schreibe ich hin, so public blafasel und dann liest der Compiler sich das einmal durch, sammelt die ganzen Deklarationen ein und dann liest er sich den ganzen Quelltext einfach noch ein zweites Mal durch, kommt eh aus der Festplatte, ist sowieso im großen Hauptspeicher überhaupt kein Problem und dann guckt er sich die Implementierungen an. Ne, sodass ich eben in Java untereinander zwei Methoden hinschreiben können, jede ruft jeweils die andere auf und der Compiler kommt damit klar, weil er zweimal durchliest. Okay, dann brauche ich das nicht mehr, die Trennung zwischen Header-Datei und Implementierungsdatei. Aber wenn ich jetzt so in den 70er Jahren Programmieren gelernt habe oder aus dieser Generation komme da, wo sie noch Lochkarten gestanzt haben, dann finde ich das, ich habe das doch so gelernt, das muss so sein. Ach guck mal, und da gibt es doch diese Interfaces und die richtigen Klassen. Das ist doch eine Trennung von Implementierung und Deklaration. Guck mal, so wie früher. Also Interfaces benutzen nur Leute, die sich von den Header-Dateien aus ihrer Jugend nicht trennen können. Und sonst gibt es dafür überhaupt keinen Grund, das ist der letzte Schwachsinn. So. Und deswegen kann ich die Dinger nicht leiten und wer das in meinem Kurs benutzt, dem ziehe ich Punkte ab. Habe ich das jetzt geklärt? Na, und danach könnt ihr ja irgendwann mal machen, was ihr wollt, aber nicht in meinem Kurs. Ich kann ihn nicht leiden. So, hey. Und der Grund, warum es die gab, ne, war dieses Forward Declaration, das braucht es in Java nicht mehr. Und eben diese Mehrfachvererbungsgeschichte, weil man dachte, wir brauchen irgendeinen Klassentyp, wo keine Attribute drin sein können. Ne? Und das ist hier schon die ganze Nummer. Und ja, für diese Interfaces gibt es manchmal Anwendungen, das ist ganz lustig. Aber also wenn man es nicht wirklich unbedingt braucht, sollte man es nicht benutzen. Gibt es keinen guten Grund für, fügt immer zu zusätzlichen Code, den keiner haben will. Und wo ich jetzt schon so am Meckern bin. Da unten, geh weg. Ja, wunderschön. Konstruktoren mit Parametern habe ich bei ganz vielen Leuten gesehen. Ich meine, da hätte ich schon bei PM drüber geschimpft und ich habe gestern Abend beim Stammtisch drüber geschimpft und Sebastian hat gesagt, doch, das will man haben, manchmal, das macht schon Sinn und irgendwie und so und und deswegen und die Leute haben sonst irgendwie Probleme und ja. Ich glaube, ich habe ein paar Mal schon gesagt, ich kann das nicht leiden und macht nicht so komischen Scheiß in euren Konstruktoren. Ich habe die Hausaufgabe mal nachimplementiert.
Da sind wir hier. Composite Tests, genau. Und ich habe das jetzt so gemacht, wie ich das machen würde. Und dann diskutieren wir gleich mal, ob man das nicht vielleicht anders haben möchte. Es gibt hier Enterprise Department und ich glaube, das war schon, mehr hatte ich keine Lust. Ne? Und Group gibt es, glaube ich, noch. Und die haben Positions und so ein Kram. Und ich rufe den Konstruktor auf und mache danach ein SetName. Meine SetName-Methoden sind so gebaut, dass die das Sys-Objekt zurückliefern, sodass ich das Ganze hier in Ruhe mit mehreren Methoden aufrufen, in so einem Flows-Teil, das Objekt konstruieren kann und am Schluss kann ich das hier zuweisen. Funktioniert 1a, völlig einfache Geschichte. So, jetzt gab es Menschen, die hätten das lieber so geschrieben. Na, und wollten das übergeben. Kann man im Großen und Ganzen schon auch machen. Okay, dann will man das eben hier auch machen. Na? Was jetzt aber bedeutet, man muss in jeder von diesen Drecksklassen immer so einen Konstruktor haben, der diese Attribute da irgendwie zuweist. Na? Das können wir ja für Enterprise mal machen. Yay. Yeah. Und dann irgendwie Name oder irgendwie sowas. Hier steht schon so ein Super drinne. Also bis dahin brauchte diese Klasse so einen Scheiß nicht. Ne? Dieses Name-Attribut wird bei mir in der Klasse Unit deklariert. Und gehen wir doch mal in die Klasse Unit. Geh dahin. So, und da gibt es ein Name-Attribut und diese SetName-Methode. Und in meiner Lösung gab es eben das SetName und gut war. Ne? Jetzt brauche ich plötzlich in jeder Drecks-Unterklasse immer den Konstruktor mit dem Parameter. Die Lösungen, die ich gesehen hatte, waren dann meistens so konstruiert, dass es eben diesen Konstruktor... hallo? Früher ging das so. Halt? Nein? Wer? Structure via alt 7. Komisch. Eigentlich wollte ich den Kommentar hier weg haben. Uncomment. Control slash. Okay. Und jetzt steht mein Rechner wieder still. Nee, geht alles nicht. Naja, kriege ich hin. So, geht denn Ctrl-Alt-Shift? Und dann? Er zeigt dir ja unten die 7 an. Ne? Also wenn du das Ctrl-Shift und Slash machen möchtest, zeigt dir die 7 an. Ist die Umschalttaste, ist das Caps-Lock an? Kann das sein? Nee, eigentlich nicht. Nein, okay. Aber ich hab mit dieser Taste schon öfter mal Schwierigkeiten. Okay, komm. Die drei Zeilen schaffe ich auch so. So, was ich machen kann, ist hier auch den Konstruktor zu haben. Wenn ich das tue, dann muss ich hier den durchreichen. Und dann sage ich, ja, jetzt ist es aber doch eigentlich schön. Und jetzt lasse ich meinen Test laufen. Und dann sagt der, ich bin noch am Laufen gewesen. Nein, der kompilier. Stunden später habe ich Compiler-Fehler. Und dann sagt er hier so Dinge wie, die Klasse Group erbt von Unit und hat aber keinen Konstruktor mit einem Parameter. Das heißt, ich muss das jetzt für jede von meinen Klassen mit wieder durchziehen. Das heißt, ich müsste jetzt hier auch hingehen und das machen. Hey, das klingt sogar relativ automatisch. Naja, na gut. Am Schluss habe ich in 5 Klassen eine zusätzliche Methode, einen Konstruktor gebaut, die ich nicht haben wollte. Ich finde das doof. Sorry. Warum? Wofür ist das gut? Na, ich kann das doch, so wie ich es da vorher geschrieben habe, war doch auch schön. Da kam irgendwie so Gemecker auf, dass
Ja, diese Set-Methoden feuern Property Changes und dann feuert, dass man schon Property Change für mein Graphical User Interface, bevor es fertig initialisiert ist und oje, 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 oje. Ja, hängt doch den Property Change-Schlüssel dann nicht so früh da dran. Baut das Objekt erstmal in Ruhe zu Ende und dann hängt er den Property Change-Schlüssel da dran. Was ist das? Ich verstehe das Problem nicht. Ne? Also, wie formuliere ich das jetzt mal so? Bildet euch eine eigene Meinung dazu. Und wenn die von meiner Meinung abweicht, behaltet sie für euch selbst. Ne? Und macht das nicht in meinem Kurs. So, Konstruktoren sind blöd, wenn sie Parameter haben. Diese Konstruktoren sind ein wahnsinniges Wartungsproblem. Die führen ständig dazu, dass Dinge nicht funktionieren. Wo haben wir es denn noch? In Enterprise habe ich es, glaube ich, gebaut. Yeehaw. Department? Nein. Gut, jetzt müsste es eigentlich heile sein. Dann gab es noch den Test. Den Test, den Test. Ja, Punkt. Jetzt haben wir es doch geschafft. Die Tastatur zu umstellen. Set Name. Wunderschön. Wäh. Wunderschön. Okay. So, ich habe in meinem Beispiel hier das sogar noch ein bisschen weitergetrieben. Ich habe dann hier noch so ein Set Parent dran geschrieben. Also das Department wird hier an dieses Enterprise dran gehängt. Und da nutze ich auch, dass bei mir die Kanten immer bidirektional sind. Ne, dann kann ich die auch so rumsetzen. Muss ich jetzt nicht hier hinter schreiben, was.at Subunit North. Ne? Okay, dann kann ich eben so eine Initialisierung hier locker in einer Methode hinschreiben. Wenn mir das zu kompliziert wird und ich hätte gerne einen Komfortkonstruktor mit vielen Parametern, kann ich eine Init-Methode schreiben. Diese Konstruktoren, wenn es dann auch noch mit Vererbung zu tun hat. Also Konstruktoren mit Parametern sind eigentlich relativ unkritisch, wenn ich eine normale Klasse habe ohne Vaterklasse. Scheiß drauf, dann ist es egal. Na, da macht es wirklich keinen großen Unterschied. Sobald du mit Vererbung zu tun hast, passieren in diesen Konstruktoren komische Dinge. Du fängst an, Superklassenkonstruktoren zu rufen. In einer ganz bestimmten Reihenfolge. Na, und tatsächlich geht das erst die ganze Vererbungshierarchie hoch und ruft den obersten Konstruktor, danach die da drunter. Und in der Reihenfolge werden Dinge ausgeführt. Das bedeutet, wenn du in so einer Enterprise-Klasse bist und schreibst da irgendwie was hin, da steht dann halt direkt explizit oder implizit so einen Superaufruf, dann passieren da nochmal ganz seltsame Initialisierungsdinge, wo du nicht so richtig weißt, was da so eigentlich so alles passiert. Es gibt ein wichtiges Buch, was ich euch an dieser Stelle jetzt auch noch nahelegen möchte. Das ist das Clean Code Buch von Uncle Bob. Da können wir mal reingucken. Iha, ich habe das vorbereitet. Ich bin total stolz auf mich. Clean Code, geschrieben von Robert C. Martin, ist unglaublich alt. Ich weiß gar nicht, das hier ist die erste Auflage. Gibt es bestimmt eine neuere inzwischen? Steht da irgendwo dabei, von wann das ist? Sieht das einer? Ist 10 oder 20 Jahre alt. Keine Ahnung. Das Buch. Alle bitte lesen, bevor ihr die nächste Hausaufgabe macht. Ne? Und dann bei der übernächsten Hausaufgabe nochmal lesen. Und jetzt jede Woche, immer bevor ihr die Hausaufgabe macht, lest ihr einmal komplett dieses Buch durch, bitte. Ne? Da stehen so Dinge drin wie, oh, die Namen sollten irgendwie sprechend sein. Eigentlich steht ja drin, man soll den Code gut lesen können. Der muss dafür gut strukturiert sein, das muss irgendwie Sinn machen, der muss mir eine Geschichte erzählen, der muss klare, gut definierte Namen haben und ich möchte gut, dass man den lesen kann. Das ist Clean Code. Der Grund dafür ist, man muss den ständig lesen, den Code. Also Code wird viel mehr gelesen als geschrieben. Der wird von euch gelesen, das wäre jetzt mal gerade egal. Aber tatsächlich wird Code auch relativ oft von anderen Menschen gelesen, von denen, die nach euch kommen, von denen, die in eurem Team sind,
von irgendwelchen noch viel mehr Menschen. Und die haben diese Wartungsaufgabe. Ne? Also ihr schreibt jetzt gerade dieses Programm irgendwie hin, dann verlasst ihr die Firma nach ein paar Jahren. Dann kommen irgendwie neue Leute, die haben die Wartung am Hals. Und die müssen euren Scheiß da lesen. Ne? Und wenn die das nicht lesen können, schmeißen die das in die Tonne. Ne? Und deswegen macht das Sinn. Macht doch bitte euch und auch euren Teammitgliedern das Leben leicht an dieser Stelle. Was auch passiert ist, ist es irgendwie Freitagabend oder am Wochenende und irgendwie ein Operator, da wird ein Bug geschmissen, der muss irgendwie den Bugfix heben. Ne? Und dann ist es eben toll, wenn der das lesen kann und nicht euch anrufen muss. Hey, es macht total Sinn, lesbaren Code zu schreiben. Zu diesem Clean Code gehört auch dieses Do Not Repeat Yourself Pattern. Mach keine unnötigen 5-mal Kopien von irgendwelchen Code. Also kein Copy-Paste und nicht 10-mal die gleichen Programmcode hinschreiben. Und auch nicht 10-mal den gleichen Konstruktor hinschreiben, der immer den Namen setzt. Was für ein Schwachsinn. Ne? Also mach doch nicht so. Also weniger Code ist besser als viel Code, weil man den schneller lesen kann. Weil das leichter zu verstehen ist. Weil man nicht 100 Seiten lesen muss, sondern nur 20. Es ist schöner, wenn es weniger ist. Und deswegen ist eine Composite-Unit-Klasse besser als drei. Muss man viel weniger lesen. Ist schöner. Und wir machen diesen ganzen ganzen Design-Pattern-Scheiß in diesen ganzen Kurs, um Wartung und Lesbarkeit von Code zu verbessern. Und da könnt ihr nicht einfach anfangen, da irgendwelche barocken Ecken da irgendwo hinzumachen und Putten an die Ecke zu malen. Was soll der Quatsch? Components und Interfaces und so. Ah, Kiechpickel. Also macht das bitte nicht mehr. So, jetzt bin ich endlich so weit, dass ich, wie spät haben wir? Halbe Vorlesung rum, ne? Eine Stunde lang geschimpft, meine Güte. Jetzt kommen wir zu einem konstruktiven Ding. Letzte Woche habe ich darüber geschimpft, dass irgendwie die Leute mit den Hausaufgaben irgendwie immer rummeckern, dass sie nicht präzise genug gestellt werden. Ich stelle fest, ein Stück weit ist es eben auch, dass ich zu viel voraussetze. Und deswegen habe ich jetzt diese Punkte nochmal erläutert. Ne? Und dann kann ich das nächste Mal mit Fug und Recht euch Punkte abziehen. Das kommt nicht unerwartet. Zur Aufgabe rückwirkend. Das Buch lesen. Ja, mal gucken. Nee. So, warum kommst du hier nach vorne? Geh weg. So. Max, Adrian, korrigiert mir nochmal irgendwelche Dinge nach. Ich glaube, ihr habt gestern Abend schon mal so ein paar Sachen noch so auf Feedback reagiert. Also die Hausaufgabe 2, dafür war das Nachkorrigieren bis heute, bis zum Vorlesungsbeginn, so wie es jetzt immer so gesagt wurde. Es war jetzt ziemlich knapp bei dieser Hausaufgabe durch den Feiertag noch mit dabei, dass wir erst gestern korrigiert haben. Die Hausaufgabe 1 wird nicht nochmal nachkorrigiert, weil es auch von Albert erst ab der zweiten sozusagen gesagt wurde. Die Nachkorrekturen von der zweiten Hausaufgabe sollten jetzt schon bei den Leuten eingetroffen sein. Okay. Also die zweite Hausaufgabe, da gibt's die Sachen, die heute vor der Vorlesung nochmal nachgebessert haben, das gucken wir uns auch nochmal an. Okay. Composite Pattern. Es gibt mit dem Composite-Pattern, ich habe da jetzt heute ja nochmal relativ lange drauf rumgeritten, ne? Dieses Composite-Pattern ist tatsächlich eines dieser Dinge, das hast du in jedem Drecksprogramm, das benutzt du ständig, andauernd. Und deswegen ist es wirklich relativ wichtig und es löst ein riesengroßes Wartungsproblem. Nochmal, der Grund, warum wir das machen, ist, wir wollen eigentlich nicht jedes Mal, wenn irgend so ein komischer BWL, Heini, Management, Chief Executive, irgendwas auf die Idee kommt, seine Firma umzustrukturieren, Programmierer rufen müssen, der das dann macht. Das macht überhaupt keinen Spaß und dementsprechend lassen wir das einfach weg. Ja, das machen wir nicht. Deswegen würde ich tatsächlich sogar so weit gehen und sagen, jiha, hier diese Klassen, Uni, Fakultät, Fachbereich, Fachgebiet, braucht kein Mensch. Ne, mach in diese Unit so ein Kind-Attribut vom Typ String auf, ist, ich bin vom Typ so und so. Reicht völlig aus. Ne? Und es gilt die alte Faustformel. Wenn du erbst,
und du überschreibst keine Methode, dann kannst du es noch sein lassen. Prinzipiell macht Vererbung eigentlich nur Sinn, wenn man auch irgendeine Methode überschreibt, sonst kann man, braucht man das nicht. Ja? Und ja, hier gerade an der Stelle ist man sich manchmal so ein bisschen unsicher, will man das nicht vielleicht doch? Nein, will man nicht. Ne? Aber naja, ich lasse es jetzt mal drin. Wir werden das noch ein paar Mal wieder haben. So, wenn ich jetzt so eine kompliziertere Struktur aufgebaut habe, dann habe ich immer noch ein Problem. Und ich habe deswegen jetzt mal tatsächlich auch dieses Composite-Pattern nachgebaut. Und jetzt gibt es hier meinen Test. Da baue ich mir hier die Objektstrukturen zusammen. Dann rufe ich hier dieses Calc-Total-Salary auf. Und das funktioniert auch so, wie man sich das vorstellt. Das Calc-Total-Salary funktioniert im Wesentlichen so. Nimm alle Positions von denen die Salary, die direkt an mir selber hängen. Und dann fragt die Subunits rekursiv wieder, ne, wie man das so macht. Alles leicht und easy und schön. Das Problem entsteht, wenn jetzt die Leute anfangen und sagen, nee, ich will noch mehr von diesen Methoden haben. Jetzt habe ich noch ein Count Positions. Das zählt, wie viele Leute sind in meiner Firma. Na? Und ich glaube, wir werden nachher noch, da fehlt noch ein Return. Return, Post-Count. So. Na? Und dann kommt noch irgendeiner, der möchte die Anzahl der Units gezählt bekommen oder die Anzahl der Gruppen oder die Anzahl von was weiß ich denn nicht alles. Und jedes Mal mache ich so eine Methode in die Klasse Unit rein, die rekursiv durch diesen ganzen Dreck durchläuft. Wenn ich Pech habe, ist es dann tatsächlich sogar noch, dass ich hier für die Untertypen Dinge unterschiedlich zähle. Ne, das ist dann was, was ich, okay, die fällt mir jetzt kein Beispiel dafür ein, aber eine Methode is responsible for, die prüft, bin ich für einen bestimmten Task zuständig. Die würde... Vielleicht würde so ein Enterprise sagen, ja, ich implementiere das schon mal gar nicht selber, ich reiche das an alle Kinder durch. Dann, was weiß ich, Gruppen würden tatsächlich anfangen zu prüfen. Das heißt, da würden diese verschiedenen Spezialisierungsdinge eigene Attribute haben und dann auch eigene Methodenimplementierungen haben, die ich dann in so einem rekursiven Durchlauf aufrufen möchte. Sobald ich anfange, also hier gibt es drei Probleme. Fangen wir mal so grob an. Erstmal sollte man rein technisch Datenhaltung und Methodenimplementierung voneinander trennen. Das gehört nicht in die gleiche Klasse. Das hat überhaupt nichts zu tun. So, ja, aber haben denn nicht die objektorientierten Leute immer gesagt, Methoden und also Daten und Methode gehört zusammen und dass das gerade so toll ist? Haben die immer gesagt, war ein völliger Fehler. Also dieses objektorientierte Basisprinzip, Methoden und Daten gehören in einer Klasse zusammen und ein Objekt oder eine Klasse sind halt die Daten plus alle Operationen, die darauf arbeiten, ist eine ganz schlechte Idee. Der Grund dafür ist, dass solche Daten heutzutage oft von einem Programm an ein anderes Programm weitergegeben werden. Die werden serialisiert, durchs Netz geblasen, woanders wieder ausgepackt. Wenn jetzt die Klassen, ich habe, um diese Daten zu implementieren oder zu repräsentieren, die würde ich jetzt gerne in der Bibliothek tun und meinem Projektpartner zur Verfügung stellen. Das heißt, diese Klasse Department, Enterprise, Group, Position und Unit, ich möchte daraus eine Bibliothek machen, die gebe ich einem Kollegen, der ein anderes Programm schreibt. Und dann kann ich ihm diese Daten schicken, der kann die wieder auspacken, weil wir beide die gleiche Implementierung des Datenmodells haben, funktioniert das 1A, kann ich 1000 Standardmechanismen für benehmen, super. Das Problem ist jetzt, dass an meinem Datenmodell, an der Implementierung, an diesen Klassen hier, ja hier schon ganz viel Code dranhängt. Den will mein Kollege gar nicht haben, der will keine Leute zählen. Der will irgendwas anderes machen. Keine Ahnung, was der hat, vorhat. Na, Kosten brechen, Buchhaltung, irgendein Scheiß. Auf jeden Fall aber nicht diesen Kram.
Das heißt, der kann mit dieser Implementierung hier nicht anfangen. Naja, dann packt der halt seine Implementierung auch noch dazu und dann irgendwann haben wir eine große Klasse, wo von 30 Abteilungen die Methodenimplementierung in diesen Datenklassen drin sind. Keine gute Idee. Na, also das gibt einen Riesenhand hier und meine Methoden, die ich hier implementiere, sind jetzt hier sehr einfach. Wenn die ein bisschen komplizierter sind, dann fangen die an, benutzen irgendwelche Bibliotheken. AntLR oder HTTP irgendwas oder Jenkins, nee, Jenkins ist doof, Apache irgendwas, Jetty, you name it. Ne? 1000 verschiedene Dinge. Dann kriegt man so einen Gorilla-Effekt. Ich wollte eigentlich nur eine Klasse haben, damit ich ein Department darstellen kann. Und jetzt plötzlich habe ich mir da 3 GB Libraries irgendwie hochgezogen, die dann noch irgendwelche Versionskonflikte haben mit meinen Bibliotheken. Ja, was für eine Scheiße. Ne? Also, und das möchte man nicht. Und wenn man so ein Datenmodell mit jemand anderem sharen möchte, ist es super cool, wenn in dem Datenmodell keine Methoden drin sind. Ne? Und wenn man das einfach separiert. Tut doch einfach diesen Code in eine Utility-Klasse. Was soll denn der Scheiß? Ne? Lass uns das doch mal machen. Das heißt, wir bauen jetzt, dafür würde ich normalerweise sogar noch ein anderes Package nehmen. Dann nehme ich jetzt mal hier util. Wunderschön. Und dann nehmen wir diese Unit-Methode, die oberste hier, einfach da raus und tun die nach util. Jiha. Und dann braucht es jetzt irgendwie so ein Sys-Objekt, das wir nicht haben. Da machen wir einfach Unit U und schreiben hier U. Punkt. Und da U. Punkt. Wunderschön. Methode gemoved, vom Datenmodell weggeütet, alles ist schön. Jetzt müssen wir hier im Composite Test. Da wird die gerufen an irgendeiner Stelle. Der sollte jetzt eigentlich rumnörgeln, tut er aber nicht. Warum auch immer. Weil dieses Drecks IntelliJ solche Compilerfehler erst irgendwie viel später anzeigt. Kann ich aber provozieren. Nö, kann ich nicht konstruieren. Hä? Calc Total Failure? Habe ich die nicht gerade hier rausgeworfen? Habe ich die nur kopiert? Weg. Aber in util gibt es die. Ah ja. Genau, und hier, das müssen wir natürlich umbauen. So. Ja, Rekursion ist toll. Das sind Bäume. Bäume hat man immer Rekursion. Das will man machen. So, jetzt nörgelt er rum. Hurra. Und wenn das ein bisschen größer wäre, könnte ich es sehen. Er sagt hier, das kannst du so nicht aufrufen. Da müssen wir den Trick halt nochmal machen. Und dann brauchen wir ein Util-Objekt. Das stimmt. New Util. So. Dass mir keiner von euch auf die Idee kommt, diese, in der Util diese Calc-Methode static zu machen. Ganz böse Sache. Jetzt direkt Punktabzug. Ich werde später, wenn wir Singleton erklären, was man stattdessen macht. Das ist auch so ein No-Go, das tut man nicht. Also jedes Mal, wenn man das macht, ärgert man sich ein paar Wochen später drüber. Und es ist immer ein Riesenfehler. Tut das nicht. Macht es einfach nicht. Es ist falsch. Ne, macht euch ein Objekt. Im Wesentlichen ist das Problem mit den Static-Sachen, da funktioniert Vererbung nicht. Ich kann in der Subklasse von util diese Methode nicht überschreiben. Und dann nehme ich mir... Und 90, also von diesen 23 Design-Pattern, die es gibt, funktionieren 22 mit Vererbung. Und die kann ich dann alle nicht mehr anwenden. Und deswegen sind Static-Sachen doof. Ne, und das eine, das nicht mit, da gar keine Vererbung hat, ist das Singleton-Pattern. Das benutze ich genau, damit ich das jetzt hier gut machen kann. Ne, und dementsprechend macht euch immer ein Objekt, ist immer die richtige Idee. So,
Wer keinen Bock hat, sich das zu speichern, kann sich auch einfach bei jedem Methodenaufruf ein neues Objekt machen. Das kostet nicht viel. So, jetzt haben wir das. Schön. Hey, so ist es jetzt, glaube ich, gut. Funktioniert jetzt auch. Ah, jetzt müssen wir mal in dieses Calc Total Salary reinzugucken. Ah, da, 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 da. Ah, das ist wunderschön. Der macht alles nur mit Methoden der Klasse Unit. Und dann kann ich die einfach so runterschreiben. Wunderschön. Ne? Und das funktioniert 1A und ganz toll. Schwierig wird es immer, wenn jetzt dieses Calc unterschiedliche Dinge machen würde für unterschiedliche Subklassen. Also wenn es das für Enterprise, Department, Group und was ich da noch so alles habe, tatsächlich dieses Calc Total Salary sich unterschiedlich verhalten soll. Dann bin ich so ein bisschen gekniffen und dann hätte ich es doch wohl besser in der Unit-Klasse gelassen, damit ich in den Subklassen per Vererbung dieses Problem auflösen kann. Da gibt es verschiedene Wege, wie man mit diesem Problem umgeht. Muss mal gerade die Nase putzen. Und dafür habe ich Folien. So, der naive Ansatz wäre, also ich möchte jetzt, dass dieses Calc Total Salary unterschiedlich funktioniert, je nachdem, was für ein Ding ich da vor mir habe. Ne? Also welche Subunit habe ich denn jetzt hier? Da kann ich solche Dinge machen wie if Subunit instance of nicht dot, Entschuldigung, instance of Enterprise. Das ist irgendwie Top Level, die machen keine Kosten. Ne? Dann sagen wir Total Salary plus gleich 0. Fertig. Ne? Die sagen, nö, passiert hier gar nichts. Ja, Enterprise ist ganz schön blöd. Nee, wir machen eine Pauschale. Wir machen hier, wenn es eine Group ist, dann machen wir pauschal 100.000, was soll's. Und fertig. Und dann gehen wir nicht mehr tiefer. Oder haben wir so ein Offset. Na, wir machen das ja. Oh ja, und danach gehen wir immer noch in die Subunit. Okay, das können wir jetzt ja weiter treiben. Else if Subunit instance of Department. Dann machen wir auch nochmal so ein Offset drauf. Total Salary plus gleich. Und die machen natürlich 1 Million, ne? Haben wir ja 6. So. Else if Subunit instance of Group. Shift Ende. Group hatten wir schon, ne? Fehlt noch Enterprise. Ah, komm, 100. Das sind die Boni für das Management, ne? So, solche If-Then-Else-Ketten, das ist ganz böse. Tut sowas gefälligst bitte nie. Das darf man auf gar keinen Fall machen. Das geht gar nicht. Böse. No way.
Ganz schlechte Idee. Tut das nicht. Ganz falsch. Auf gar keinen Fall. Sehr, sehr böse. Direkt löschen. Na? So, was man jetzt eigentlich gerne hätte, wäre irgendwie in den speziellen Klassen irgendwie, dass diese Methode Calc Total Salary irgendwie überschrieben wird oder irgendwie was anderes, was man stattdessen gerne machen würde. Und das würde ich dann eventuell doch eben in diesen Klassen festlegen. Okay, an dieser Stelle wird es jetzt reichen, in der Klasse Unit ein Attribut haben, Offset. Unit Offset. Und das setze ich dann für die verschiedenen Instanzen speziell. Das ist sogar viel flexibler. Dann kriege ich das hin und ich brauche diese Fallunterscheidungen hier nicht machen. Prinzipiell hat man das aber doch relativ oft, dass eben irgendwelche Unterklassen spezielles Verhalten haben. Und dafür haben die Götter das Visitor-Pattern erfunden. Das gucken wir uns jetzt als erstes auf Wikipedia an. Na, damit da nicht wieder das Meckern rauskommt. Also die Frage ist jetzt, wie kriegen wir das hin, dass für bestimmte Unterklassen in solchen rekursiven Durchläufen spezielles Verhalten irgendwie kommt. C-Sharp Example wollen wir nicht. Use Case Example, das ist, glaube ich, gut. Immer kommt das Ding hier nach vorne. Hat irgendwie da von euch einer irgendwas gesagt? Da haben wir das Visitor-Ding. Wunderschön. Herzallerliebst. Okay. Das hier ist unsere Datenstruktur. Da gibt es einfache Elemente und spezielle Subelemente. Und das ist jetzt von mir aus hier die Klasse Unit und das ist die Klasse Enterprise und das hier ist die Klasse Department und so weiter und so weiter. Na? Das ist so eine Visitor-Struktur so für sich ganz alleine, wo sagt, hier sind auch wieder so kursive Elemente, finde ich doof, macht so einen Scheiß nicht, na? Weil das schränkt euch ein, ihr könnt dann weniger Sachen hier oben in diese Vaterklasse schieben, die beiden hier gemeinsam haben. Das ist doof. Na? Und deswegen, und es gibt keinen Grund. So, und dann gibt es hier so eine extra Klasse Visitor. Diese Util-Klasse, die wir gerade hatten, war eigentlich auch sowas wie so ein Visitor. Ne? Der durchläuft diesen kompletten Composite-Tree und guckt sich jedes einzelne Objekt einmal an und macht damit irgendwas. Zählt die Anzahl der Positionen, holt sich die Salaries, addiert die auf oder irgendeinen Kram. Ja, und dann besucht er die anderen Subunits. Das heißt, wir machen so einen Tree-Walk eigentlich und auf jedem Element rufen wir irgendwas auf und so eine Klasse, die sowas tut, die eine Datenstruktur besucht, nennt sich in diesem Design-Pattern eine Visitor-Klasse. Das ist eine besuchende Klasse. Na? Und das, was hier Element heißt, könnte auch gut Host heißen, wie Gastgeber oder wie auch immer, oder Data-Klasse, naja, heißt jetzt hier halt Element. So, und jetzt habe ich von diesen Visitors viele mit, also nicht nur einen, sondern zwei. Und die Idee ist jetzt, dass ich unterschiedliche Grundoperationen, wir hatten jetzt drei bei uns, dieses Calculate Salary, Count Positions und Count Units, dass man die nimmt und für jede von denen eine eigene Util-Klasse macht. Also es gibt eine Basisklasse Util oder Visitor und dann gibt es eine Spezialklasse Calculate Salary Visitor und eine andere Count Positions Visitor oder Unit Util oder solche Sachen. Und da drinne gibt es dann jeweils eine Spezialmethode für jedes Element, das hier irgendwie gehandhabt wird. Wir bauen mal so einen lehrbuchmäßigen Visitor für unser Beispiel, dann wird das, glaube ich, irgendwie klarer. Also, unsere Util-Klasse hier, die wird jetzt, die nennen wir mal, Ctrl-C, Ctrl-V, da machen wir mal einen Visitor draus. Ja? Die Methode fliegt gleich hier raus. Jetzt mache ich eine Subklasse. New Java Class. Die nenne ich Calc
Total Visitor. Wunderhübsch. Die lasse ich von dem anderen erben. Extends. Sag doch mal schnell. Visitor. Ha. Ja. Wunderschön. So, jetzt nehme ich diese Methode hier. Die fliegt da raus. Stattdessen gibt es jetzt hier eine Methode, die heißt Visit. Dass sie was zurückliefern soll, ist irgendwie doof. Das geht nicht. So, der Calc-Total-Visitor, der überschreibt diese Visit-Methode, ruft aber kein Super-Visit. Kann man machen, finde ich übertrieben. Blöd. Der sagt jetzt, ich mache hier tatsächlich so ein Visit. So, und jetzt brauchen wir von diesem Visit aber tatsächlich unterschiedliche. Ah, dieses Pattern ist blöd, ich hasse das. Also, wir brauchen ein Visit Enterprise. Und das bekommt als Parameter eine Enterprise tatsächlich. Okay. Okay. Dann gibt es ein Visit Department Methode. Die visitet ein Department. Dann gibt es eine, ja, Visit, was haben wir denn noch? Group, ne? Die kriegt eine Group als Parameter. Okay. Ob diese Methoden hier abstrakt sein sollten oder nicht, oder ob die einen Rumpf haben sollten oder nicht, diskutieren wir gleich im Detail. Jetzt gibt es diesen Calc-Total-Visitor. Der hat keine Visit-Methode mehr. Der muss die alle überschreiben, die er da oben hatte. Also das Visit Enterprise neu implementieren. Juhu. Das Visit Department neu implementieren. Und das Visit Group neu ins basteln. Wunderschön. So. Zurück zu diesem komischen Pattern. Jetzt haben wir prinzipiell so eine Visitor-Klasse gemacht und eine Subklasse davon. Wir werden gleich noch eine zweite bauen. Da komme ich dann hin. Und dann gibt es hier diese komischen Accept-Methoden. Da müssen wir jetzt auch nochmal drauf zugreifen. Das heißt, wir brauchen jetzt in der Klasse Unit so eine Accept-Methode. Public, die ist auch void meistens, accept, die könnte auch host heißen oder sonst irgendwas. Die kriegt irgendeinen Visitor als Parameter und ruft dann da im Wesentlichen darauf, ja, nichts auf. Na? Wenn man möchte, kann man diese Methode abstrakt machen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Kann man auch jetzt einfach mal erstmal so lassen. Über die Abstraktheit von Methoden, ich kann das auch nicht leiden, diesen Mechanismus. Ich mache das nicht gerne, aber hier macht es eventuell Sinn. So, dann gab es die Methode, die Klasse Enterprise. Die muss jetzt tatsächlich das Accept überschreiben. Und anstatt super.accept macht die eine v.visitEnterpriseSys. So, das heißt, wenn ich hinterher
auf einem Enterprise-Objekt exact aufrufe dann und übergebe irgendeinen Visitor als Parameter, dann wird auf diesem Visitor die Visit-Enterprise-Methode aufgerufen, also die Spezialmethode für Unternehmen. So, in der Klasse Department da mache ich ein v.visitDepartment. So, ich kann dieses Visitor-Pattern nicht leiden, weil wir hier lauter so kleine Methoden machen. Ich finde das blöd, aber bitteschön. Naja. Entschuldigung. Accept. v.visitGroup sind wir hier, ne? Okay. Jetzt gehen wir in unseren calc-total-visitor und da rufen wir als erstes irgendwie so visit-enterprise auf und was der jetzt eben im Prinzip macht, ist diese Spezialsachen, die wir für Enterprise da machen wollten. Das war im Wesentlichen diesen Rückgabeparameter, den wir haben, den sammelt, den macht man hier. Das habt ihr nicht bei mir. Wir sind in der Design-Pattern-Vorlesung, müssen das ordentlich machen. Also, private, double, total, salary. Das Ding, was wir ausrechnen wollen, wird zu 0.0. Genau. Quizfrage, wann wird diese Zuweisung ausgeführt, wenn ich ein neues Konstrukt vom Typ Calc Total Visitor baue? Denk das mal nach. Ja? Vor oder nach dem Konstruktor? Wenn ich einen habe. Und wenn ich noch einen Vaterklassenkonstruktor habe? Ja, ist gar nicht so einfach. Ja, also ja, wird irgendwann ausgeführt. Jetzt bin ich raus. Ja, genau. Was wir hier im Prinzip machen wollten, war Calc Total Visitor, dieses Calc da ausrechnen. Das hole ich mir aus Util. Und das tue ich jetzt hier rein. Das muss hier, glaube ich, eigentlich private sein. Ja, doch, das passt hier ganz gut hin. So, jetzt war es ja da diese komische Fallunterscheidung im Großen und Ganzen. Also was der hier macht, der nimmt diesen Kram. So, das hier machen wir mal weg. Jetzt addiert er immer schön auf diese Methode hier, auf dieses Attribut drauf. Da kann ich mir nachher das Ergebnis von holen. Ja, das funktioniert so. Der nimmt diese ganzen Positions, dann nimmt er diese Subunit-Geschichten. Jetzt müssen wir das noch mit dem Visit verheiraten und dann sind wir schon zufrieden. Ja, wann machen wir das? Hier ist eine schöne Stelle, ne? Oder gleich am Anfang. Gleich am Anfang finde ich auch gut. Also wir wollen immer diese spezifischen Amount da noch draufhauen. Was wir jetzt hier ganz am Anfang machen, ist, wir machen auf dieser Unit ein Accept this. Jetzt passieren gleich. Und wir debuggen da einfach gleich mal durch, dann sehen wir, was da die ganze Zeit passiert. Na, und dann würden wir für das Enterprise solche Dinge machen wie Total Salary plus gleich irgendwie 10 mal oder 100 mal 1000 mal 1000. Hey, das hier brauchen wir meiner Meinung nach nicht. Ich lösche es mal weg. Hier könnten wir jetzt eben auch kompliziertere Dinge machen, mit was speziell für ein Enterprise-Ding irgendwie spannend ist. Da war es irgendwie so viel.
Und da war es im Wesentlichen 100.000, ne? So viel. Ne? Wunderhübsch. So, jetzt müssen wir. Ja, das würde so funktionieren, glaube ich. In unseren Test gehen. Müssen wir in unseren Test gehen? Zeig mir einen Test. Da. Und den Kram hier ersetzen wir durch. Wir wollen gar kein util haben, sondern wir wollen einen new calc total visitor haben. Den nennen wir util. Ha. Okay. Util. Jetzt habe ich es gleich. Hey. Dot. Calc total salary von Wasp. So, und das gönnen wir uns jetzt mal im Debugger. Seid ihr noch alle dabei? Okay, jetzt rufe ich das hier auf. Diese Calc Total Salary Methode. F7, dann bin ich da drinne. Der macht jetzt als allererstes so ein komisches Except auf unserem Enterprise-Objekt. Das macht ein Visit Enterprise und gibt unseren Calc Total irgendwie damit. F7. Jetzt haben wir uns den Overset, den Offset für Enterprises da drauf. Na, jetzt ist in dem Total Salary hier schon 10 hoch 8 drin. Wunderschön. Dann sind wir mit diesem Accept und Visit Org hier vorbei. Jetzt machen wir das, was wir normalerweise für alle Dinger gleich machen und rufen insbesondere rekursiv den Kram hier auf North nochmal auf. Jetzt sitzt hier in U North drin. Ne? Wir haben oben das Enterprise-Objekt, darunter die beiden Departments. Und dann machen wir wieder diesen komischen Except-Scheiß. F7. Dann machen wir wieder so ein Visit. Und jetzt sind wir aber bei Visit Department angelangt. Und jetzt wird eben das Department-Spezifische gemacht. Hey, und dann sind wir damit fertig. Und dann machen wir unseren Salary-Mist hier für die beiden Leute, die da dranhängen. Dann gehen wir zu den Subunits, die wir gar nicht haben. Und dann sind wir schon fertig. So, und dann geht der hier wieder durch und geht das, macht den gleichen Scheiß für South. Wollt ihr das nochmal sehen? Ein paar schütteln die Köpfe, ich habe auch keine Lust. Und durch. So, jetzt Gruppen habe ich keine, warum nicht? Weil ich keine gebaut habe. Ne, sonst wäre das eben auch noch dazu gekommen. Puh, okay. Na, und das funktioniert jetzt leider nicht mehr. Was hat er jetzt rausgekriegt? Fehlt 4,0303E8. Macht bitte nie so eine Nummer. So. Jetzt sollte der Test wieder laufen. Ha, verrückt, alles behoben, sehr gut. So, ein einziger Visitor macht nicht so viel Spaß. Na, da macht es noch keinen Sinn. Dieses Pattern macht erst dann Spaß, wenn ich davon wieder viele habe. Na, also wenn ich jetzt diesen Calc Total Visitor habe und baue mir jetzt noch einen zweiten Visitor für Count Persons. Und das Count Persons macht auch wieder für unterschiedliche Typen unterschiedliche Dinge. Dann kann ich das so machen. Am Ende eines langen Tages habe ich jetzt zwei Vererbungshierarchien. Ich habe einmal meine Vererbungshierarchie, die diese Composite-Struktur baut. Und dann eine zweite Vererbungshierarchie, die diesen Visitor, verschiedene Typen von Visitors hat. Also hier unseren Calculating Visitor und dann diesen Counting Visitor und was wir dann noch so haben wollen. Das Problem ist, dass in dieser Visitor-Klasse habe ich so, na, ich habe
In meinem Ding hier so viele kleine Except-Methoden, die jedes Mal nur eine Zeile haben, finde ich echt scheiße. Macht irgendwie keinen Spaß. Und das mache ich, damit ich diese If-Then-Else-Ketten nicht habe. Ja, man soll, Vererbung ist erfunden worden, damit ich kein If-Then-Else habe. If-Then-Else ist immer ein Wartungsproblem. Aber ich finde, diese Konstruktion ist einfach zu barock. Das macht keinen Spaß. Und ich habe hier diese vielen kleinen Visit-Methoden. Das ist auch irgendwie blöd. Na? An diesen vielen kleinen Visit-Methoden kann man prinzipiell noch mal ein bisschen optimieren, wo man sagt, nein, der Calc Total Visitor, der kann sagen, ah komm, Gruppen sind mir egal. Die behandle ich einfach nicht extra. Na? Wenn ich sowas haben möchte, das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich eine Gruppe hätte, dann würde Visit Group auf diesem Ding aufgerufen werden. Und dieses Visit Group würde ich hier von der Vaterklasse kriegen. Also würde ich letztendlich dieses hier aufrufen. In der Design-Pattern-Struktur wird diskutiert, naja, wenn ich möchte, dass jeder von meinen Visit-Spezial-Visitors jede von diesen Methoden auch explizit überschreibt, dann macht es Sinn, die Methoden hier abstrakt zu machen. Ich kann auch hier in den Rumpf so ein Throw Unsupported Operation Exception machen, wenn ich abstrakt jetzt gar nicht leiste, weil es tatsächlich ist das schlechter, machst du dann lieber gleich abstrakt. Ne, weil dieses, wenn ich da eine Exception werfe, wenn sie aufgerufen wird, bedeutet das, ich merke den Fehler erst zur Laufzeit und nicht zur Compile-Zeit. Also erst im JUnit-Test und nicht beim Kompilieren. Wenn ich aber sage, ja, na, ich mache hier eine Default-Implementierung, die gar nichts tut, dann kann ich eben in so einem Spezialvisitor sagen, ja, ich interessiere mich speziell für die und die Objekte, da will ich was machen und für die anderen interessiere ich mich eigentlich nicht. Da will ich nichts machen. Und dann ist so eine Default-Implementierung in der Elternklasse der Visitors sinnig. Also ich würde die machen. Na? Das hat den gefährlichen Effekt, dass man manchmal vergisst, nochmal so eine Methode auszuimplementieren, was blöd ist. Dann kann man so ein bisschen entgegenwirken, wenn man sagt, okay, ich habe die alle angelegt, wenn ich einen Spezialvisitor haben möchte, kopiere ich mir die Elternvisitor-Klasse, schreibe hier überall noch Override dran und dann implementiere ich die aus, die ich möchte. Kann man auch machen. Na, aber naja, das sind so Details. Am Schluss eines langen Tages kann ich das nicht leiden, dass ich hier so viele spezielle Methoden habe, von denen relativ viele leer sind am Schluss. Na? Und ehrlich gesagt, ich fand so wie util das gemacht hat und dann hier eine If-Then-Else-Kette finde ich gar nicht so blöd. Oder eben in der Klasse Unit. Okay, diese Methode, das macht keinen Sinn, wenn die nicht überschrieben wird. Die könnte man tatsächlich abstrakt machen. Da müsste man die Klasse Unit auch abstrakt machen. Ah, komm, haben wir einmal was gemacht, wie es im Buch steht. Nicht abstract, sondern abstract. Und hier die public abstract und dann da ein Semikolon hin. Ich glaube, so schreibt man das, ja genau. Na, das macht im Prinzip Sinn, weil sonst funktioniert der ganze Mist eh nicht. So, was ich jetzt aber tatsächlich gemacht hätte, ich hätte hier so einen private Double Salary Offset oder nennen wir es doch Boni. Und eine Set Boni Methode Return This so und jetzt in meinem Composite-Test hätte ich hier wieder eine util genommen. Wunderschön und jetzt leistet das wieder das Richtige. Na, alles, was ich jetzt machen muss, ich muss hier noch schreiben, dot set boni,
Was hatten wir da? 100 Stern, 1000 Stern, 1000. So. Jetzt erreiche ich das Gleiche. Also meistens kann ich mir diese komplizierte Visitor-Gehabe sparen. Mit diesem Accept und Visit und hin und her und 1000 kleine Methoden in jeder Subklasse. Wenn ich beim Design ein bisschen länger nachdenke und dann komme ich mit so einer einfachen Util-Klasse hin, die einfach alle Objekte gleich behandelt. Ne, und alles, was ich tun muss, ich muss genügend Eigenschaften in diese Unit-Oberklasse, aus der meine Struktur entsteht, schieben und dann klappt das schon. Ne, und wenn das nur eine Klasse ist, ist das auch relativ wenig Aufwand. Das ist schon ein bisschen blöder, wenn ich da Leaf und Composite-Objekt unterschieden habe, dann habe ich wieder Unterscheidungen und all so ein Kram. Macht das nicht. Eine Klasse reicht völlig aus. So, puh, das war jetzt der Visitor. Und wir sind schon 10 Minuten über der Zeit. Aber jetzt können wir prinzipiell die Hausaufgabe dazu machen. Es gibt einen Classroom-Link dazu, Visitor. Und im Wesentlichen könnt ihr Quelltext, glaube ich, von der Composite-Hausaufgabe kopieren in das neue Repository. Eventuell nochmal Korrekturen einfließen lassen, wie es schöner geht. Falls ihr ein Interface benutzt habt, ist jetzt die Chance, das zu berichtigen. Falls ihr drei Klassen habt, macht da bitte eine draus, damit wir das ordentlich haben. Und dann einmal diese Accept-Sachen machen und diese Lohnkosten mit einem Visitor und weitere Visitors für die Anzahl der Units und Anzahl der Positionen, im Prinzip das, was ich schon hatte. Und lass uns bitte bei den Accept, Accept, Accept. Lass doch mal schnell. Genau. Tab unterschiedliche Boni für unterschiedliche Unit-Typen. Okay, Max, Adrian? Na, also prinzipiell das, was ich da vorgeführt habe, im Großen und Ganzen. Jo, und darf man jetzt den Trick verwenden, den ich am Schluss gemacht habe, und einfach so ein Attribut Boni in die Klasse machen, in die Unit-Klasse machen? Dann brauche ich dieses Accept-Gehampel nicht mehr machen. Okay, könnt ihr schon machen, aber wir wollen auf jeden Fall, eigentlich wollen wir die eine Lösung haben, die ich da vorgeführt habe, ne? Mit den Visit Enterprise, Visit Department, Visit Group. Ja, wollen wir haben. Also, ich habe viel zu viel vorgemacht. Ja, das kriegen wir hin. Design Pattern. Albert, ich glaube, da ist eine Frage. Da ist eine Frage. Ja, frag doch. Was sind Positionen und was sind die Units in der Aufgabe? In der Aufgabe war es ja, Unit ist eine Organisationseinheit in meiner Firma. Also eine Unit ist wahlweise Department Enterprise Group. Ist genau diese Aufgabe. Also, es kann auch, in meiner Lösung waren alles Units. Also alle Ja, haben da von bin ich Units. entspannt. Also du könnt die Planstellen, hatte ich das in meiner ersten Aufgabenstelle genannt. Kann man von mir aus auch Units draus machen, da bin ich entspannt. Okay, cool, danke. Ne, macht nicht so richtig Sinn, aber warum denn nicht? Kann man schon machen. Okay, und ich hatte aber hier prinzipiell diese verschiedenen Visit-Methoden gemacht. Drei Stück, sowas will ich da wiedersehen. Und reicht mir das für das Calc Total Visitor aus? Oder wollen wir das für das Count auch? Aber beim Count fällt mir nichts ein, was man. Doch, lass uns die Weighted machen. Okay. Weighted Units. Das sind jetzt gewichtete Units. Und wir rechnen die Gewichte zusammen, wofür jede Unit-Typ eben ein spezielles Gewicht braucht.
Ne? Und das macht er einfach nur am Typ fest. Und dafür müsste er dann wieder sowas Ähnliches machen wie mit den Boni. Anzahl der Positionen. Da fällt mir nichts ein. Die bleiben einfach so. Da muss man nichts Spezielles machen. Okay. Noch mehr Fragen? Alle klar? Okay, das ist jetzt nicht so eine große Hausaufgabe, was ein Stück, also wir hatten eigentlich, hatte ich heute vor, was zu Chain of Responsibility zu machen, aber dadurch, dass ich jetzt nochmal so viel auf dem Composite und auf diesen Mehrfachvererbungsdingen rumgeritten habe und all diesen Kram, sind wir halt heute nicht so weit gekommen. Und deswegen gibt es hier diese Hausaufgabe dazwischen. Müssen wir mal überlegen, wie viele Punkte es dafür gibt. Wissen wir das schon, Adrian, Max? 10? Ja, 10. Dafür gibt es 10 Punkte. Der Position Visitor macht irgendwie nichts Spezielles. Also der hat auch solche Visit Enterprise, Visit Department, Visit Group Methoden, die tun aber einfach nichts. Wäre vielleicht mal schön, wenn die so ein System Out machen würden. Hey! Obwohl, das ist dann auch immer das Gleiche, ne? Doch, ja. Ja, das ist gut. This out. Irgendwie sowas. I am visiting a group oder was auch immer. Ja, das ist doch schön. Das ist doch immer toll. Also je nachdem, wen ihr da besucht, macht so ein System Out. Und dann können wir nochmal diesen Trick mit dem System Out-Ding machen, den ich da besuche. Wo habe ich das? Ich habe der Chain Test. Hier habe ich das mal vorgeführt. Im Wesentlichen gab es da dieses Byte-Array bauen, System Out neu schreiben, neu setzen. Und dann kann man prinzipiell irgendwas machen, was System Out macht. Dieses Do Move macht einen Output. Und dann kann man sagen, Out Content to String. Ich habe noch einen Trim dran gemacht. Dann wird der Zeilenvorschub weggemacht. Und dann kommt dieser Text, wird da auch bei System Out ausgegeben. Den habe ich jetzt abgefragt. Danach habe ich so ein Reset auf diesem Ding gemacht, damit ich die nächste Ausgabe getrennt von der ersten Ausgabe hatte. Auf dem Weg kann man prüfen, was System Out gibt, weil jeder JUnit-Test, mit dem wir irgendwie was ausprobieren, ob das richtig funktioniert, braucht auch eine Assertion, sonst gibt es keine Punkte, klar. Ne? Und wenn man System Out prüfen möchte, macht man das halt so. Haben wir das auch nochmal geübt. Wunderschön. Okay, dann bin ich fertig für heute. Sorry, dass das so lange gedauert hat. Wir sehen uns nächste Woche wieder und nächste Woche dann mit der Chain of Responsibility. Und diesmal schaffen wir es am Freitagnachmittag, die Hausaufgaben zu korrigieren. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Am Sebastian? Ja. Was machen wir jetzt mit unserem Bier? Ja, ich musste leider schon nach Hause, weil mein Vermieter hier randaliert. Ja, ich finde Wir das haben auch. Zielzahlen. Wir wollten eine ganz bestimmte Anzahl Bierflaschen nachher da stehen haben. Wir trinken am Freitag einfach ein.